Der Sir Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Und immer von Bord des Traditionsseglers Sir Shackleton. Und heute sitzen wir wieder. Grüß dich, Alex. Nicht auf dem Schiff. Nein, leider. Wie es ja bekannt ist. Aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich Podcast-Folgen. So muss es sein. Weil wir ja immer fleißig sind. Wir schnabulieren gerade ein schönes Rümpchen. Wie immer, wenn wir Podcasts machen. Und ja, die Blitzidee war... Jetzt kommt's. Ich habe keine Ahnung. Ich bin total gespannt. Schon wieder Überraschung. Ja, Überraschung. Alex, Überraschung. Der Kompass. Der Kompass? Und zwar nicht der Kompass des Lebens oder dein innerer Kompass, sondern der Schiffskompass. Schöne Geschichte. Lustige Geschichte. Ja. Was wir nicht alles gemacht haben mit dem schon. Ich sag nur Stichwort Kompassbar. Oh ja. Das war ein lustiger Turn. Das war ein Mädelsturn. War das ein Mädelsturn? Ja, das war ein Junggesellinnenabschied. Nee. Doch. Und wir waren zu zweit an Bord. Das war schön. Wir waren zu zweit an Bord und wir haben dann, nachdem wir wieder zurück an der Boje waren und die Mädels zusammengepackt haben, hast du gesagt, jetzt gehen wir noch einen aus und hast die Kompassbar eröffnet. Es sah wunderschön aus, die kleinen Schnapsbecherchen, 4 Stück rund um diese Kompasskiste. Da drapiert. Ein schönes Bild, es gibt ein tolles Foto davon. Und die Mädels waren tief beeindruckt von der Kompassbar. Die Kompassbar. Ja, da waren die tief super beeindruckt. Cool. Ja. Aber fangen wir mal anders an. Ich habe ja den Kompass geklaut vom Schiff. Geborgen. Geborgen, geklaut, ausgeliehen. Und aus 7 Meter Tiefe, aus der Pantry. Ja. Der hat nicht so gut ausgeschaut. Kann ich mir vorstellen. Ich untertreibe mal. Er verträgt nicht viel Wasser. Genau. Und ich habe da mal nachgeforscht. Und das war ja irgendwie auch richtig lustig. Weil der Kompass ist in einer schönen Holzbox aufgehängt. Und ich habe dann an der Holzbox so ein Typenschild, sage ich jetzt mal, entdeckt. VEB. Nein. VEB stand da noch nicht mal drauf. Und zwar von Ascania. Mhm. Ist dieses Typenschild und als Typ stand dort ein R, Durchmesser 75. Und dann habe ich angefangen zu suchen und zu schauen und diese Ascania Kompasses, wie sind da die Mehrzahl? Keine Ahnung, Kompasse, glaube ich. Kompasse, ja. Okay. Kompasse, hört sich an wie Kepasta, aber egal, gut. Diese Firma war VEB Tetlo. Mhm. Ganz lustig und ich forsche ja da immer ganz gern nach. Und da gab es auch eine Zweigstelle am Bodensee anscheinend. Die haben so ein Zeug gemacht. Und dann habe ich festgestellt, dass dieser Kompass, der da drin ist, gar nicht der echte Kompass zu der Kiste ist. Ja, das kann ich erklären. Ja, du hast ja da gemauschelt, habe ich rausgefunden. Nein, ich habe nicht gemauschelt. Also, ich habe, weil die Sir, als wir sie gekauft haben, der Originalkompass war nicht mehr da oder da war kein Kompass an Bord. Mhm. Und wir haben die ersten 2 Jahre haben wir einen charmanten weißen Plastikkompass an den Mast geschraubt. Den ganz schicken, den Handkompass, den man da eben so rein tun kann, der jeder Segler kennt den Plastimo Handkompass. Passt natürlich auf das Schiff wie Sack auf Karre. Gar nicht. Und irgendwann haben wir gesagt, das geht nicht, da muss ein ordentlicher Kompass hin. Und ich habe rumgesucht im Internet und ich habe eben jenen Ascania VEB Tetlow Kompass im Internet gesehen und den fand ich ganz schön in dieser Kiste. Und der kam dann und der war aber nicht befüllt. Da muss ja Flüssigkeit rein. Mhm. Wasser destilliert mit Alkohol, damit es nicht friert und auch so ein Kram. Und ich habe mich zu blöd angestellt, die Befüllschraube aufzukriegen und irgendwie war es mir dann zu kompliziert. Und dann hatte ich eine Geschäftsreise nach Hamburg und war in Hamburg, habe da, keine Ahnung, Seminarcoaching, irgendwas habe ich gemacht und hatte Zeit und immer wenn ich in Hamburg bin, muss ich logischerweise
rund den Hafen. Ja. Habe einen Nachmittag am Hafen verbracht und schlender am Hafen und dann so eine Seitenstraße entlang und stolper in einen maritimen Antiquitätenladen. Konnte ich natürlich nicht vorbei rein. Und dort habe ich tatsächlich den Kompass entdeckt, der dann tatsächlich auf der Sir auch war und den du jetzt geborgen hast. Mhm. Den habe ich da entdeckt und der Inhaber des Ladens hat mir gesagt, das ist ein schöner alter Kompass. Etwa 100 Jahre alt, der ist auf einer Hafenbarkasse in Hamburg unterwegs gewesen. Und die ist halt abgewrackt worden und so ist der Kompass halt irgendwie ausgebaut und bei ihm gelandet. Und der war aber in einer total hässlichen Holzkiste. Also schier, wirscht, nicht schee. Wurscht. Ich wollte diesen Kompass haben, ich habe ihn gekauft und dachte mir, wir haben ja zu Hause eine schöne Holzkiste. Und da hat er auch reingepasst, deswegen ist dieser Kompass in diese Holzkiste. Und dann haben wir noch beim Georg Ernst in Utting diesen Schuh machen lassen, damit mhm. der in diesen, oder dieses Metallstück, ja. die Halterung, schön anfertigen lassen, damit der in diesen Schuh am Besanmast reinpasst, wo er dann ja schön steht. Und das ist dann insgesamt ein schönes Bild. Also das ist die Geschichte, warum in dem Tetlow Holzkasterl nicht der Tetlow Kompass ist. Der Tetlow Kompass ist übrigens oben hier, den kann ich dir zeigen. Echt? Hast du den schon befüllt? Nee. Immer noch nicht? Nee. Eieiei. Ich hab mir den Kompass an sich angeschaut und dachte mir so, es wäre ja schön, wenn man vielleicht diese aufgelöste Kompassrose ersetzen könnten, weil ja da lustigerweise auch eine Seriennummer draufsteht. Habe aber leider nichts gefunden. Das ist echt schade. Es steht kein Hersteller drauf, gar nichts. Das Einzige, was unten auf der Unterseite ist, ist die 7301 eingestanzt. Wird die Seriennummer sein oder Stückzahl oder sowas. Und ich habe auch nichts mehr in der Richtung gefunden, was so ähnlich ausschauen wird. Was ich aber gefunden habe, ist über dein Originalkompass, der in der Kiste war, so alte Dokumente und Bestelllisten, wo also wirklich der Typ drin steht. KMH 115 ohne Aufhängung. Und siehe Seite 300, keine Ahnung, passende Kiste dazu. Also du konntest tatsächlich einen Kompass bestellen und eine Kiste separat und die wirklich dann so zusammentun, wie es das braucht. Total lustig, was man da so alles findet. Also, wenn du gerade so sprichst, du hast nichts gefunden. Hamburg fällt mir, jetzt weiß ich den korrekten Firmennamen nicht, irgendwas Plath. Oder ich glaube nur Plath. Oder irgendeinen Zusatznamen. Müsste ich jetzt nachgucken. Ganz berühmte Firma, die eben Schiffsinstrumente gebaut hat, im Wesentlichen Kompasse. Vielleicht können wir da mal nachforschen, weil die gab es vor 100 Jahren schon. Ja. Und wenn das eine Hamburger Hafenbarkasse war, also wenn das stimmt, was mir der Antiquitätenhändler da erzählt hat, dann liegt es nahe, vielleicht finden wir da was. Können wir da mal gucken. Ne? Irgendwas Plath. P-L-A-T-H. Ja, wobei ich bin ja da auch immer, ich habe da einen Sockenschuss, ich stehe ja da dazu. Der Kompass hat ja unten noch eine kleine Öffnung, so mit ungefähr 4 mm. Und ich fahre da jetzt mal mit so einer Schwanenhalskamera rein. Vielleicht steht ja innen drin noch irgendwas, was uns weiterhelfen kann. Hast du den schon geöffnet? Nein, da ist unten an dem Gehäuse ist eine Öffnung drin, der ist unten hohl ein gewisses Stück und dann kommt erst der eigentliche geschlossene Kompass. Ah, okay. Ja, und da möchte ich mal reinluren, einfach so aus Neugier, vielleicht steht ja irgendwas Wichtiges drin oder ein Tipp zu einer Schatzkarte oder was weiß ich. Oh ja, das wäre super. Also Schatzkarte könnten wir gerade brauchen. Okay, genau. Nee, und wie gesagt, dein Kompass, den habe ich ja gerade in der Mache. Mhm. Ist unglaublich, wie viele Kleinteile da dran sind. Mhm. Da bin ich gerade am Schleifen und am Polieren und ich hoffe, der wird dann richtig schick. Was hast du denn schon gemacht mit dem? Ich habe den komplett zerlegt. Also Wasser auch raus? Nee. Also der Kompass an sich ist zu. Ich hätte den Kompass auch komplett zerlegt, wenn ich Ersatzteile gehabt hätte für die Rose und eine neue Dichtung. Aber so ist er ja ganz gut in Schuss. Mhm. Der wird aber außen noch aufgehübscht. Mhm. Der kriegt noch so ein bisschen Politur. Mhm. Dass er wieder golden wird. Mhm. Und das Schöne ist, der ist ja so schön alt. Der hat überall Dellen und tiefe Kratzer. Und beim Polieren bleiben die dann dunkel. Mhm, schön. Das muss ja gut ausschauen. Ah, freue ich mich. Und man muss ja sehen, dass der ein bisschen was auf dem Buckel hat, der Kamerad. Ja, hat er. Und, ich glaube, es ist das erste Mal, dass er gesunken ist. Das kann gut sein, ja. Ich glaube nicht, dass der schon mal gesunken ist. Das kann gut sein. Und wenn der dann wieder richtig schick ist,
dann trinken wir einen Schnaps aus der Kompassbar. Da freue ich mich drauf. Und ich habe auch eine gute Idee, die Glocke, die du ja unmittelbar nach der Bergung, vielen Dank, mal kräftig geläutet hast. Ja, das musste sein. Also ich bin da reingestiegen in diesen Siff da im Cockpit und die Glocke hat gerade aus dem Wasser geschaut und habe mir gedacht, ich muss jetzt da läuten. Ja, super. Hilft nichts. Ja, super. Die ist in der Werft. Die gucke ich, dass ich die diese Woche mir besorge, weil die hat ja auch gelitten und die könnten wir dann auch polieren, damit ja, die auch wieder schön ist. Ja, kann man auch wieder etwas pimpen optisch, dass sie wieder schick ist. Mal gucken, ob wir dieses Jahr wieder zum Schwimmen kriegen. Naja, aber die Glocke und den Kompass kann man ja auch zur Not ohne Schiff an eine schöne Wand schrauben. Könnte man. Vielleicht so ein eichenes Thekenbrett drumherum. Ja. Kompassbar. Kompassbar. Super. Der schöne Kompass. Ja du, dann hole ich dir jetzt nachher gleich mal den Original VEB-Kompass, dass wir uns den ein bisschen angucken. Oh ja, das machen wir, den schauen wir uns mal an. Genau. Den schauen wir uns an. Vielleicht fällt uns irgendwas Lustiges damit noch ein. Ein Bug und ein Heckkompass oder so. Mal gucken, ob sie gleich laufen. Ja, genau. Weil der Ascania-Kompass, also der ursprünglich drin war, der hat ja anders als der Kompass, der jetzt auf der Server, der alte, der hat ja wirklich Grad-Einteilungen. Also der hat eine 360-Grad-Rose. Ja. Mit 360 Strichen. Also der ist sehr, während der Kompass bei uns, der ist ja mit den alten Strichen. Der ist noch mit den alten Strichen, aber wenn du das, also ich habe das ausprobiert mit dem, wenn du da mal schaust mit dem anderen Kompass, der zeigt schon sehr genau an. Der zeigt genau an, und ja. Und was bei dem auch aufgefallen ist, wo ich ihn heraus hatte aus der Kiste, du stellst mal hierhin, mal dahin, der ist nicht so störanfällig auch, finde ich. Okay. Also das fand ich auch echt sehr, sehr witzig, dass okay. Der ein bisschen besser abschirmt, wie mein kleiner Handkompass, den ich da mal erstanden habe. Okay. Der ist da wesentlich empfindlicher. Ah, der ist wunderschön, der Handkompass. Da bin ich ja ein bisschen neidisch drauf. Ja. Ja. Also den möchte ich schon mir nochmal genau angucken. Nein, den man, doch. Der kommt dann safe. Den muss man mitnehmen, mit dem will ich mal navigieren. Ja, genau. Weil ich gerade dran denke, ein Strich, also der alte Kompassstrich, das war ja tatsächlich eine Kursangabe. Das hört man auf alten oder Zwei-Strich-Backbord zum Beispiel. Zwei-Strich-Backbord. Genau. Weißt du, was ein Strich ist? Es gibt ja auch bei den Booten, ich kenne es halt vom Bootsführerschein her, wenn ich die Prüflinge habe und die müssen Theorie lernen, die Beleuchtung zum Beispiel, die leuchtet zwei-Strich-achterlicher Twars. Und das sind, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, irgendwas mit, oh Gott, ich glaube 12,5 Grad oder so. Ich müsste nachschauen. Also das ist schon eine alte, fixe Einteilung. Das gibt es lustigerweise heute wirklich noch. Die Beleuchtung muss 2-achterlicher Twars leuchten, Steuerbord und Backbord. Twars? Twars. Twars. Twars, die Twars ist die Querlinie. Ah. Nennt man Twars. Und da dahinter muss die Beleuchtung noch sichtbar sein, dass wenn du als Überholer kommst von hinten, dass du die noch siehst. Was ist denn der Winkel? 122,5 Grad, glaube ich. Gell? Ja. Und da war es, ich glaube, das waren wirklich 12,5 Grad. Ich müsste nachschauen. Also wenn irgendjemand zuhört und weiß es aus der Hüfte, schickt uns mal eine Nachricht, dann muss ich nicht extra. Wir müssen mal gucken, genau, weil ich weiß auch nicht genau, was ein Strich ist. Ja. Ich habe irgendwas 11,5 im Kopf, aber das muss jetzt nicht stimmen, da bin ich jetzt unsicher. Aber das ist interessant, dass die da mit dem Positionslampen, ja, das ja. Zwei-Strich-achterlicher Twars. Also Zwei-Strich nach hinten. Nach hinten. Genau. Muss das quasi noch sichtbar sein. Naja, das lässt sich ja jetzt zurückrechnen. Weil du, ja, also du kannst das ausrechnen, weil das Hecklicht hat ja auch einen bestimmten Winkel und die decken sich dann. Dass wenn du von hinten als Überholer kommst, dass du siehst, ah, ich habe weiß, weiß, weiß und dann kommt zum Beispiel das Rot. Rote oder das Grüne, dann weißt du, in welcher Position du zu dem bist. Genau, und alle Positionslampen ergeben am Ende, also die Winkel 360 Grad. Jetzt können wir ja aber zurückrechnen, weil die Seitenlichter müssen gerade nach vorne zu sehen sein. Mhm. Das ist dann praktisch erstmal 0 Grad. Twars wäre 90 Grad. Wenn jetzt unsere Vermutung, dass es 122,5 sind, dann wären das 32,5 Grad. Kann sein. Wenn wir das jetzt durch 2 teilen, das kriege ich jetzt aber nicht mehr hin. 32,5 durch 2 ist 16,25. 16,25.
Könnte dann der Strich 16,25 Nee, sein? nee. Nee. Nee, 0,25 ist zu. Zu genau, gell? Das ist zu. Das hat macht keiner, Wir gell? Schauen da mal nach. Wir schauen nach, wir bleiben die Antwort schuldig. Genau, und machen da nochmal eine Strichfolge. Ja. Was lachst du da so? Entschuldige. Schmutzige Gedanken. Hallo. Seemann. Oh Gott. Ja, wir machen auf jeden Fall noch eine Folge und wir wünschen euch noch was. Gesund bleiben. Bis demnächst. So machen wir es. So machen wir es. Klaus, bis dann. Bis dann, Alex. Ciao, ciao. So, Folge noch nicht vorbei. Das hat uns nämlich jetzt gar nicht in Ruhe gelassen. Der Klaus ist losgeschlappt und wollte jetzt unbedingt wissen, wie es ist mit den Strichen. Und jetzt werden die Striche geklärt. Und zwar, Ha! Ein Strich in der Nautik ist eine Hilfseinheit. Also, wir zitieren Wikipedia. oh mein Gott. Was sonst? Und zwar ein Strich in der Nautik ist ein 32. des Vollwinkels, also ein 32. Teil von 360 Grad. Und das ergibt, wenn man es ausrechnet, 11,25. Wir lagen gar nicht so wahnsinnig weit weg. Dann sind also zwei Strich 22,5. Und wir lagen falsch mit den Positionslampen. Es sind nicht 122,5 Grad, sondern es sind 100. 112,5 Grad. Und dann wird es nämlich auch rund mit deinen zwei Strich achterlicher als. Achterlicher Zwars, genau. Genau, weil das sind dann nämlich 2 mal 11,25. Das sind 22,5 plus 90 Grad. Das wäre nämlich genau mit Schiffs. Dann sind wir bei 112,5 und das ist tatsächlich der Winkel, den die Positionslampen an der Seite haben müssen. So ist es. Ha! Ha! Wahnsinn. Was hast du gerade gesagt? Wieder mal klugscheißen. Klugscheißen mit Alex und Klaus. Und das Schöne ist, das sind ja so schöne, hier ist nämlich eine Kompassrose mit der Stricheinteilung. Da geht es nämlich los. Ich finde es ja super. Ich muss es mal groß machen, weil kann ich schon nicht mehr sehen. Also was mir da so gefällt, ist diese Bezeichnung dann auch immer. Nord. Nord, Nordost. Und dann geht es nämlich weiter. Pass mal auf. Nord, Nordost, an was mich das erinnert. Nee. Da werden jetzt alle lachen. Sindbad-Folge. Nord, Nordost, Richtung Bagdad. Geht's nicht? Da gibt es eine Folge, egal. Aber in Nord, Nordost liegt nicht Bagdad. Das kommt darauf an, wo du bist auf dem Planeten. Das stimmt. Aber das ist toll. Pass mal auf, ich mache mal nur die Nord zu Ost. Ne? Also, Mach mal. Es fängt Nord. Aha. Der erste Strich ist Nord zu Ost. Der nächste ist Nord-Nordost. Dann Nordost zu Nord, Nordost, Nordost zu Ost, Ost-Nordost, Ost zu Nord, Ost. Ach komm. Doch, ich könnte jetzt so weitermachen. Wie viel Drogen muss man da nehmen? Also, Halleluja. wo ist Nord zu Ost? Ich bin raus. So viel Nordost, Ost, Nord. Nordwest, Mit was? dir fahre ich noch einmal raus auf den Ich See. kenne mich doch nicht aus auf dem Wasser. Nord zu Ost ist der erste Strich, das Nord heißt, es zu. sind 11,5 Grad. Ach so, ja, jetzt Das weiß ist ich, der worauf du erste raus Strich, genau, das ist der erste Nord zu Ost. Und was ist Nordost zu Nord? Nordost zu Nord? Das sind dann drei, oder? Das sind, genau, Nordost zu Nord, weil, also es kommt halt Nord, Nord. Also, Hammer. Lernen wir auswendig bis zum nächsten Mal und dann will ich zu jeder dieser Nordost zu Ost, will ich dann genau wissen, wie viel Grad das Oh sind. nee, ich Doch, mag nicht. wir Nein. lernen jetzt Kompass, aber sowas von Nee, ich intensiv bin jetzt raus. auswendig. Also jetzt endgültig. Okay, Wir jetzt. wünschen euch was. Bis Ciao. dann. Ciao, Bis ciao. dann.